Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Pain, oder Pine View Drive. Ich bin doof. Wir müssen nochmal von vorne beginnen. Es tut mir leid, wir können es nicht ändern. Wir müssen nochmal von vorne beginnen, weil das Spiel speichert immer nach jedem Tag. Das ist in verschiedene Tage aufgeteilt, nach jedem Tag wird gespeichert und ich habe ja den Tag 1 gar nicht abgeschlossen. Dementsprechend müssen wir nochmal spielen. Aber es kam ein Update raus. Das Update hat was verändert, das werden wir sehr am Anfang schon feststellen. Deswegen werden wir das Spiel, also neues Spiel wählen. Wir kommen, glaube ich, die Videosequenz nochmal zu sehen. Wir könnten auch auf Spiel laden klicken, dann bekämen wir diese Videosequenz jetzt nicht zu sehen, aber schauen wir sie uns einfach nochmal an. Ich denke, allzu schlimm ist es jetzt nicht, dass wir das jetzt nochmal so machen. So viel haben wir noch nicht erlebt. Und durch das, dass es viel zu dunkel war, habe ich ohnehin kaum was gesehen. Deswegen denke ich, ist das jetzt nicht so schlimm. Gut. Ich bin guter Dinge, dass es heute besser wird. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ich habe Bock auf das Spiel. Ich habe schon gehört, Tag 4 soll ganz schlimm werden. Also nicht ganz schlimm, aber es soll einer der schlimmsten von den ersten 5 sein. Schau mal, 20 Jahre später. Gut. Hat sich nämlich etwas verändert. Was ich auf der einen Seite schade finde, aber auf der anderen Seite es vielleicht verstehen kann. Es wurde nämlich scheinbar auf Feedback eingegangen, schätze ich mal. Es kam ein bisschen Feedback. Ob das der Grund ist, ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir also wieder hier. Wir holen uns den Schlüssel. Das kennen wir ja bereits. So, laufen zum Tor, schließen das auf. So, und jetzt kommt die Änderung. Aufpassen. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Diesmal laufe ich jetzt mal außen herum. Also scheint das Spiel wohl 30 Tage zu gehen oder vielleicht genau 31 Tage, weil niemand länger wie 30 Tage bisher überlebt hat. Gut. Ich will mich jetzt hier mal ein bisschen umschauen, denn das hatten wir noch gar nicht gemacht. Wir sind sofort ins Haus gegangen. Aber ich will mal sehen, was es hier so gibt. Hier ist ein Leuchtturm. Okay. Könnte eine TTT-Welt draus machen. Spaß beiseite. Gut, aber wollen wir gleich mal mit der Spannung beginnen da, ey. Vogelscheuche. Klasse. Schlägt ihr mich jetzt? Die ist aber hässlich. Die ist übelst hässlich. Und die ist creepy. Oh, nee. Wenn ich das hier sehe, dann müssen wir hier wahrscheinlich nachts raus, oder? Irgendwann. So, Hintereingang werde ich gar nicht reinkommen, stimmt's? Ja, wir müssen ja vorne rein. Aber das wissen wir ja schon. Ein bisschen Batterien, die wir nicht mitnehmen können, weil wir keine Taschenlampe haben. Hier können wir zum Beispiel schon mal reinschauen. Was war das? Es ist mir Leben abgezogen worden. Ah, oh, wie fies. Ein Vogel gegen das Fenster oder was? Ah! Geht ja schon gut los. Ja, da ist der Part wenigstens nicht ganz so wie der erste. Weil wir auch mal was anderes machen. Leiter kaputt. Sehr schön. Hallo? Maria Mutter Gottes Statue. Okay. So ist er wenigstens ein bisschen schneller. So, haben wir uns hier mal überall um. Ja, Entschuldigung. Habe ich jetzt so viel Reaktion gezeigt, dass mir sofort wieder Leben abgezogen wird, nur weil deine Dachschindel runtergefallen ist? Klasse. Ich bin schon tot, bevor ich überhaupt im Haus bin. Merkst du was? Wahnsinn. Super. Ja, aber zu schnaufen auf. Du musst keine Angst haben hier. Stickvernäht. Schlüssel. Tür. Ja, die geht natürlich immer schön nach außen auf. Die einen auch noch ein bisschen erschreckt hier. So, dann gehen wir jetzt alles. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Okay.
Ich weiß jetzt auch ein bisschen mehr über das Spiel. Ich habe es euch in die Videobeschreibung des ersten Parts gepackt. Also, die Download-Version wird es ab 31.07. geben auf Steam. Und die Boxed-Version, beispielsweise auf Amazon oder wo auch immer im Geschäft und so weiter, wird es geben ab 31.08. Ist also mein erstes Full-Release-Let's Play. Und ich wollte schon immer mal ein Gruselspiel spielen. Aber das Problem bei Gruselspielen war immer, es hatten schon alle gemacht und dann hieß es, nee, Julia, das wollen wir nicht mal sehen, weil das hat ja eh schon jeder gemacht. Und deswegen finde ich das ganz schön jetzt so. Vor allem, ich konnte mich nicht spoilern bisher. So, dann ist es so, dass die Uhr natürlich, ihr merkt ja, die tickt immer schön runter. Und wir merken hier, jetzt ist es am 7. Nachmittags, schätze ich mal. Wenn man das nicht erledigt hat, was an dem Tag alles zu erledigen ist, wird die Uhr, bleibt die um 5 stehen. Damit du so quasi noch Zeit hast. Genau. So viel weiß ich jetzt. Und dann gibt es wohl Tipps. Nach 5 Minuten gibt es einen Tipp, den dir der Erzähler gibt. Und nach 10 Minuten nochmal. Wenn du mit den Tipps immer noch nicht drauf kommst, was du machen musst, um den Tag hinter dich zu bringen, dann hast du Pech gehabt. So, ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Da war irgendwas von einem Gesicht. Ja, blöderweise habe ich diesen Kommentar, habe ich noch nicht geschaut, auf was genau sich das bezog. Damit ich das vielleicht auch hätte selbst überprüfen können. Aber naja. So, jetzt schauen wir mal. Gibt es hier noch irgendwas? Ist noch ein Schlüssel? Okay, und hier ist da definitiv keine Tür. Da dachte ich immer, da wäre eine Tür. Aber hier ist keine Tür. So, ich bin jetzt meines Erachtens hier schon mal alles durchgegangen. Hier habe ich jetzt alles gemacht. Ich versuche ein bisschen schneller zu sein, damit es nicht gleich wieder dunkel wird. Keinen Bock jetzt hier wieder dann im Dunkeln rumzurennen. So, die erste Tür. Habe ich den passenden Schlüssel noch nicht. So, dann sind wir jetzt hier drin. Gut. Nehmen wir mit. Vorher mal das Licht hier einschalten. Wenn es hier schon Licht gibt, sollte man es auch einschalten. Schlüssel mitnehmen. Es klappt eigentlich ganz gut soweit. Dass wir da auch ein bisschen schneller sind. Damit wir dann schneller auf den Stand sind, wo wir eben die andere Folge aufgehört haben. Ja, dass ich keine Orientierung habe, ist mir gesagt worden. Das ist richtig. Ich habe keine gute Orientierung. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Es ist aber auch so, dass man einfach viele Eindrücke hat. Ich meine, man moderiert. Man schaut ab und zu mal auf die Aufnahmen darüber, ob das alles passt. Und wobei ich weiß, dass das nicht immer ganz 100% synchron ist, aber naja. Und da ist es dann natürlich nicht immer so leicht, dann alles sich zu merken, alles mitzuschneiden. Kann ich mich eigentlich auch ducken? Nein. Ich dachte nämlich, da unten was leuchten gesehen zu haben. Du hast bereits 10 Streichhölzer. Das heißt, ich könnte jetzt hier ein Streichholz anzünden. Und dann kann ich mir die hier wieder nehmen, oder was? Aha, verstehe. Hier finde ich gerade nichts. Es ist auch schon ziemlich spät. Ah, doch, hier ist ein Schlüssel. Den nehmen wir auch gleich mit. Haben wir 3 Schlüssel. Kommt das Licht aus und an. Gut. Oh, hier ist es natürlich jetzt wieder so duster hier. Gibt es hier irgendwo einen Lichtschalter? Oh. Ich bin mir nicht sicher. Na? Wieso bewegt sich die Türklinke nicht? Das sieht offene Tür aus. Gibt es hier einen Lichtschalter? Hier, das sieht nach Lichtschalter aus. Yes. Wenigstens ein bisschen Licht. Hier ist die Eingangshalle. Hier war noch eine Tür, oder? Ja. Gut. Ich habe mich erschreckt, aber ich habe es nicht gezeigt im Spiel, dass ich mich erschreckt habe. Ah, das ist dieser Raum hier. Der sehr, sehr dunkel ist. Gut. Bücher. Hier ist sonst nichts. Konnte man hier nicht noch irgendwie mehr Licht machen? Ja, konnte man. Sehr schön. Hier sind Batterien, aber wir haben immer noch keine Taschenlampe. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich die habe, sage ich ganz ehrlich. Da ist zu. Sind noch Streichhölzer.
Macht doch nicht keinen Sinn, sie mitzunehmen, ne? Eigentlich macht es keinen Sinn, sie mitzunehmen. Was ist das hier? Das sind Gläser. Oh, ich sehe kaum was. Wo geht's jetzt hier raus? Das ist die verschlossene Tür, oder? Ja. Die andere Tür ist hier. Genau, hier geht's raus. Ich muss mich so anstrengen. Ich sehe ja kaum was hier. Jetzt. Ist manchmal ein bisschen schwierig, die Türklinken zu finden. Dann schauen wir uns jetzt hier draußen um. Wobei ich gerade am Überlegen bin. Wir haben ja noch ein paar Schlüssel gefunden. Ob ich mit den Schlüsseln nicht vielleicht diese Räume hier nochmal untersuche, die ich hier habe. Das Licht bleibt aber an. Außer das Spiel trollt mich. Dann schaltet es das Licht einfach mal just for fun aus. Brauchen wir einen passenden Schlüssel. Hier waren wir schon drin, ne? Ja. Hier brauchen wir auch einen passenden Schlüssel. Also gehen wir nach oben. Beziehungsweise erstmal in die Vorhalle. Die aufgehenden Türen sind ein bisschen nervig. Das muss ich gestehen, aber gut. Ich glaube, das soll auch ein bisschen diese Psychologiewirkung erzielen. Da ist nix. Die Uhr tickt relativ langsam schon. Gut. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass ich hier hinten, und ich finde es so gut, dass sich das Leben regeneriert, dass ich hier hinten das Licht einschalten kann. Warum schnaufst du schon wieder? Hä? Warum schnaufst du schon wieder, Junge? Wieso? Ja, du brauchst nicht erschrecken. Ich habe mich auch nicht erschreckt. Gut. Schauen wir mal nach oben. Muss ja hier irgendwie weiterkommen. Gut. Das wollen wir nicht ausschalten. Wenigstens sind die Lichtschalter fair verteilt. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Licht. Hier habe ich eine... Oh. Ich sehe ja nichts. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Gehen wir mal hier hinter. Ist eine Tür. Habe ich auch einen Schlüssel. Okay. Es ist hier auch Licht. Gut. Schalte ich nur aus und ein. Ist hier keine Türklinke? Ist das hier keine Tür? Sieht nicht so aus. Gut. Da komme ich nicht rein. Da komme ich rein. Gut. Im Moment bin ich noch sehr relaxed. Sehr relaxed sogar. Hier gibt es keine Lichtschalter. Das ist dieser Raum mit diesem Bett. Hier ist der Lichtschalter. Aber auch hier keine Taschenlampe. Gut. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Hier, neuer Raum. Licht. Gut, hier ist ein Riesenregal. Muss ich hier irgendwas finden lässt? Moment, hier war was. Ah, ich habe die Taschenlampe! Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ob die Lampen lange reichen? Also die Batterien? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich mich freue, dass ich jetzt eine Taschenlampe habe. Und sehe ich auch, dass das hier auf alle Fälle kein Weiterkommen bietet hier. Hier ist es gerade sehr, sehr hell hier drin. So. Okay, die können wir wechseln. Ah ja. Eine Nachfüllbatterie haben wir und wir sehen, dass wir noch relativ viel haben. Zu oft will ich die Taschenlampe natürlich auch nicht nutzen, ist klar. Aber immer mal kurz, um eben zu schauen, gibt es hier irgendwas, das ich vielleicht übersehen könnte. Sowas wie halt eben die Räume.
In die hier komme ich nicht rein. Hier könnte ich Kerzen entzünden. Muss ich denn Kerzen entzünden oder ist das nur für mich? Das weiß ich leider nicht. Gut. Muss ich nach draußen schauen? Der Schatten hat mich kurz ein bisschen erschreckt. Ich will, um ehrlich zu sein, nicht nach draußen. Das lasse ich lieber. Jetzt ist es 4 Uhr morgens. Okay, ich sehe also jetzt richtig schön, wie die Kamera abnimmt. Also die Batteriekraft abnimmt. So. 15 Minuten haben wir jetzt. Kann ich mich hier auch besser umsehen? Ich muss sie ein kleines bisschen nutzen. Es hilft nicht, die Taschenlampe. Jetzt bekomme ich überhaupt nichts hier auf die Reihe. Aber hier ist sonst nichts. Ich weiß noch nicht mehr, was das letzte Folge getriggert hatte. Dass die Bücher da plötzlich umfielen. Braucht man einen passenden Schlüssel? Das ist halt ein bisschen das Problem, diese Schlüssel zu finden. So. Taschenlampe ist relativ schnell leer. Gut, ich darf sie definitiv nicht so oft einsetzen. Ich meine, ich habe ja auch sowas noch. Das ist doch neu hier, oder? Angekommen im alten Landhaus. Das machte einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. Haben wir den ersten Tag beendet? Yay! Wir haben den ersten Tag beendet. Ich freue mich. Spielstand wurde gespeichert. Sehr schön. Das heißt für mich aber, dass ich mich hier verabschiede. 16 Minuten. Den ersten Tag haben wir beendet. Ist doch viel, viel besser gelaufen als in der letzten Folge. Zwar jetzt nicht mit riesen Angstmomenten, aber ich habe gehört, dass es halt teilweise ganz schön Mindfuck sein soll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.